Herzlich willkommen bei unserer Facebook-Live-Fragestunde heute zum Thema Kündigung. Ja, das Thema Kündigung, warum behandeln wir das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, wo ja auch die Arbeitslosigkeit wieder leicht zurückgeht? Die Arbeitslosigkeit geht zwar zurück, aber die Prognosen für den Herbst sind leider nicht so gut. Auch viele Wirtschaftsexperten prognostizieren eine steigende Arbeitslosigkeit für den Herbst. Einige sogenannte Massenkündigungen erreichen uns ja auch jetzt schon, wie zum Beispiel bei Swarovski in den vergangenen Wochen oder bei ATP oder auch bei der Föst. Und viele Arbeitnehmerinnen sind dadurch natürlich verunsichert. Einige Anrufe bekommen wir auch jetzt natürlich schon von betroffenen Arbeitnehmerinnen, die gekündigt wurden. Die wollen natürlich wissen, wie schaut das aus, welche Ansprüche habe ich, was steht mir da auch noch zu. Und die Fragen, die rund um die Kündigung heute beantwortet werden, die werden von einem Mann beantwortet, den kennen Sie vielleicht schon aus unseren vergangenen Facebook-Live-Fragestunden, unser ÖGB-Arbeitsrechtsexperte und Jurist Michael Trinko. Herzlich willkommen. Hallo. Und bevor wir natürlich jetzt zu den Fragen übergehen werden, die wir einerseits schon vorab bekommen haben und per Facebook, per telefonischer Nachricht werden wir natürlich gleich beantworten. Vorab aber noch die Möglichkeit, also der Hinweis für alle, die uns jetzt gerade auch live zusehen und schon gespannt sind auf die Beantwortung der Fragen. Ihr könnt auch noch aktuell natürlich eure eigenen Fragen in die Kommentare posten oder uns diese per Facebook-Nachricht zukommen lassen, auch gerne per Mail. Und wir werden dann natürlich versuchen, die auch im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde zu beantworten. Genau, dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Frage. Da würde ich dich bitten, vielleicht einen kleinen Überblick zu geben. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man gekündigt oder warum man ein Arbeitsverhältnis beenden kann. Vielleicht könntest du am Anfang den Unterschied erklären zwischen einer Kündigung, einer Entlassung und einer einvernehmlichen Auflösung. Ja gut, vielleicht noch vorweg zu sagen, es gibt auch die Möglichkeit, wenn man muss differenzieren, ob ein Arbeitsverhältnis jetzt auf eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Dauer eingegangen worden ist. Zum Beispiel, man ist jetzt Karenzvertretung bis zum 31.12. Also da endet das Arbeitsverhältnis dann zu diesem Tag, also der bestimmte Zeitpunkt ausgemacht worden. Da braucht man dann nichts mehr dazu tun, weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer. Es ist ein Zeitpunkt vereinbart worden, da endet das Arbeitsverhältnis. Also das sind so die befristeten Arbeitsverhältnis und die mit Zeitablauf sozusagen ändert. Und es gibt dort mehrere Sachen, wie ein Arbeitsverhältnis beendet werden kann, aber wir haben ja gesagt, wir schauen uns heute ja nur die Sachen an, wo großteils der Arbeitgeber genau etwas tut. Mhm. Also der Arbeitgeber will das Arbeitsverhältnis beenden. Und da gibt es noch klassischerweise jetzt die Kündigung. Kündigung bedeutet, dass ein unbefristetes Arbeitsverhältnis abgeschlossen worden ist und jetzt die Situation eintrifft, dass das Arbeitsverhältnis beendet werden soll. Und da gibt es die Möglichkeit der Kündigung und die Kündigung muss nicht begründet werden und die beendet quasi das unbefristete Arbeitsverhältnis auf Zutun eines der Vertragsparteien. In diesem Fall, wo wir gesprochen haben, vom Arbeitgeber. Der Arbeitgeber sagt, okay, er möchte gern per Kündigung das Arbeitsverhältnis beenden und da muss man sich ja dann gewisse Fristen und Termine halten im Bereich der Kündigung. Mhm. Dann gibt es aber auch noch die Entlassung oder die Fristlose, wie sie eigentlich im Umgangston heißt. Das ist eine andere Form, da sind keine Fristen und Termine einzuhalten. Das kann man so umschreiben, dass es entsteht im Arbeitsverhältnis irgendein Vorfall. Der Jurist nennt das einen wichtigen Grund, warum das Arbeitsverhältnis beendet worden ist. Und der Grund ist so wichtig, der vorgefallen ist im Arbeitsverhältnis, dass das Dienstverhältnis oder Arbeitsverhältnis sofort beendet wird, also fristlos, sofort beendet wird. Also von einer Sekunde auf die andere, wenn die Handlung gesetzt worden ist, ist das Arbeitsverhältnis beendet. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt einen tätlichen Angriff gegen meinen Vorgesetzten oder Arbeitskollegen mache, dann ist das so ein wichtiger Grund, aus arbeitsrechtlicher Sicht. Nein, wir warten jetzt nicht noch Fristen und Termine ab. Das Arbeitsverhältnis wird aufgrund dieses Fehlverhaltens beendet. Mhm. Also das ist die Entlassung. Da muss es immer einen wichtigen Grund dafür geben. Das sind die Gründe, die man wahrscheinlich kennt und da. Oder wenn man beharrlich, also mehrmals Pflichtverletzungen macht. Also da gibt es im Gesetz aufgezählte Regelungen, die teilweise ein bisschen unterschiedlicher sind zwischen Arbeiter und Angestellte. Aber wie gesagt, wichtiger Grund beendet sofort. Kündigung ist eine Frist einzuhalten. Und das, was auch sehr oft vorkommt, und auch viele Fragen uns auftreten, das ist so die einvernehmliche Beendigung. Also es wird einvernehmlich aufgelöst. Was bedeutet das? Wie gesagt, wir haben in Österreich eine Privatautonomie, das heißt, man kann so gut wie über fast alles einen Vertrag abschließen, mhm, den auch beenden. Beendigung. Und das kann man im Einvernehmen natürlich auch machen. Das heißt, ich bin bereit, mein Arbeitsverhältnis zu beenden und der Arbeitgeber auch. Und wir sitzen uns zusammen und sagen, okay, es passt bei uns nicht mehr, beenden wir das Arbeitsverhältnis. Wir kommen beide damit überein, beide Seiten, dass wir das Arbeitsverhältnis beenden wollen. Und wenn das der Fall ist, gibt es da auch keine Fristen und Termine in diesem Bereich. Man kommt überein, das Arbeitsverhältnis zu beenden.
Und dann möchte ich vielleicht noch kurz, wenn ich das noch darf, jetzt zum Anfang noch einen Satz dazu sagen. Mhm. Es ist passiert durchaus sehr oft, dass man der Arbeitgeber weiß, es gibt relativ lange Kündigungsfristen, auch der Termin ist noch relativ weit weg. Na, machen wir es halt einvernehmlich und nächste Woche ist alles erledigt und du unterschreibst es und es passt alles. Da möchte ich sagen, wenn man mit so einer Situation konfrontiert wird, dann soll man denn doch vielleicht nicht einvernehmlich aufnehmen, macht es durchaus Sinn als Arbeitnehmer, das nicht sofort zu unterschreiben, sondern Rücksprache zu halten. Weil wenn man schon sagt, okay, man versteht sich so gut einvernehmlich, das Arbeitsverhältnis zu lösen, dann wird man durchaus wohl noch die Zeit haben, 2 oder 3 Tage, sich darüber zu erkundigen, was man dabei unterschreibt. In vielen Fällen, wenn im Betrieb ein Betriebsrat vorhanden ist, dann kann auf Verlangen des Arbeitnehmers, Sie müssen einfach nur sagen, wenn Sie einen Betriebsrat haben, ich würde gerne mit dem Betriebsrat über die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses sprechen, dann haben Sie 2 Tage Zeit, dann ist das sowieso gehemmt in dieser Frist. Also das ist immer nur so ein Tipp, vielleicht gleich am Anfang, wenn einvernehmlich aufgelöst wird, sollte man sich vielleicht doch kurz überlegen, was man im Bereich unterschreibt, weil es kann durchaus passieren, dass man viele Sachen verzichtet durch seine Unterschrift, obwohl nicht alles möglich ist, auf was man verzichten kann. Da gibt es die Drucktheorie, ohne zu weit ausführen zu wollen. Aber man soll es sich im besten Fall nochmal anschauen lassen und einfach bei uns anrufen und wir beraten Sie in diesem Bereich natürlich gerne. Okay, das war jetzt schon einmal sehr, sehr viel. Festzuhalten ist vielleicht, bei der Entlassung braucht es immer einen Grund. Das ist bei der Kündigung nicht der Fall. Und vielleicht auch ganz wichtig, egal wie das Dienstverhältnis endet, sich vielleicht einfach an den Betriebsrat zu wenden in einem ersten Schritt oder auch bei uns bei der Gewerkschaft anzurufen oder bei der Arbeiterkammer, um einfach auch keine Ansprüche zu verlieren und um sicher zu gehen, was auch in diesem Kündigungsschreiben drinnen steht vielleicht. Du hast jetzt sehr oft eben diese Fristen angesprochen, die es bei der Entlassung eben nicht gibt, aber bei einer Kündigung gibt es gewisse Kündigungsfristen, Kündigungstermine einzuhalten. Kannst du da das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Das ist, glaube ich, nicht allen genau klar, was es sich da geht. Das Wichtigste bei dieser Sache, was die Kündigung betrifft, vor allem vielleicht noch vorweg noch einen Satz, sage ich, man muss ja differenzieren, ob man Arbeiter oder Angestellte ist. Also da gibt es ja, da differenziert bis dato noch der Gesetzgeber, also da gibt es unterschiedliche Termine, okay, und Fristen. Ich möchte das jetzt anhand des Angestelltengesetzes, also was für Angestellten betrifft, die Fristen und Termine erklären. Aus dem Grund, ich will damit eigentlich nur die Grundregeln runterbrechen, was bedeutet das eigentlich. Man kann es dann natürlich auch runterbrechen, was die Arbeiter betrifft, die unterschiedliche Regeln in dem Bereich haben, vor allem die meistens im Kollektivvertrag geregelt sind. Aber da möchte ich auch gleich dazu sagen, diese Fristen werden mit 01.01.2021 angeglichen und das, was ich jetzt Ihnen erzählen werde, gilt quasi ab 01.01.2021 auch für Arbeit in diesem Bereich. Okay, das heißt, ab 01.01.2021 gelten für alle Arbeitnehmerinnen, egal ob Angestellte oder Arbeiter, die gleichen, genau, Fristen und Termine. Okay. Genau. Und es gibt immer viele Sachen, die bei Kündigung fallen, das haben wir schon, Kündigungsfrist, Kündigungstermin. Ich würde das gerne kurz am Anfang vielleicht erklären. Also was ist ein Kündigungstermin? Also der Gesetzgeber sieht einen Termin vor, zu wann das Arbeitsverhältnis beendet werden darf oder kann. Grundsätzlich, ich glaube, da gibt es auch eine Folie dazu. Ich habe jetzt auch da bei mir, sage, da steht der Kündigungstermin. Grundsätzlich sieht das der Gesetzgeber vor, dass das Dienstverhältnis nur zum Ende des Quartals beendet werden kann. Also gekündigt werden kann. Mhm. Das ist der 31. März, der 30. Juni, der 30. September und der 31. Dezember. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber jemanden kündigen will, dann hat er genau jetzt, also auf gesetzlicher Grundlage, 4 Termine, wo das Arbeitsverhältnis beendet werden kann. Also das sind die Kündigungstermine. Es besteht aber zusätzlich zur Quartalskündigung, wie man das nennt, noch zusätzlich die Möglichkeit, dass zusätzliche Termine eingeführt werden. Das kann unter anderem durch Vereinbarung, durch Einzelvertrag, Kollektivvertrag geregelt werden, dass noch zusätzliche Termine zu diesen 4 dazukommen. Und da besteht die Möglichkeit, dass auch noch der Monatsletzte oder der 15. des Monats dazukommen. Also das sind Termine, an denen das Arbeitsverhältnis beendet werden kann. Also da spricht man von einem Kündigungstermin. Mhm. Sprich, gibt es keine andere Regel dazu, sind es 4 Termine, wo ein Arbeitsverhältnis mit einem Angestellten beendet werden kann. Dann haben wir als nächsten Punkt die Kündigungsfrist. Kündigungsfristen, was bedeutet das? Es ist abhängig, wie lang man von diesem Termin zurückrechnen muss, bis zu welchem Termin der Arbeitnehmer informiert werden muss über die Kündigung. Also, um es juristisch genauer zu sagen, bis wann die Kündigung zugegangen werden muss. Also, sie muss dem Arbeitnehmer zugegangen sein, die Kündigung. Das bedeutet im Endeffekt, umso länger man im Betrieb gearbeitet hat, umso länger vorher muss einem das gesagt werden.
Und Sie müssten jetzt eigentlich eh die Grafik sehen, die auch hier bei mir vorliegt. Die Länge der Kündigungsfrist hängt vom Dauer des Dienstverhältnisses ab, das habe ich schon gesagt. Und man kann mal davon ausgehen, in den ersten 2 Jahren muss einem vom Termin zurückgerechnet worden, 6 Wochen vorher die Kündigung zugegangen sein. Ist man 5 Jahre im Betrieb beschäftigt, muss man es 2 Monate vorher sagen. Ist man 15 Jahre, also bis zu 15 Jahre beschäftigt, erhöht sich das auf 3 Monate und das geht dann halt immer weiter. Und wenn man über 25 Jahre im Betrieb beschäftigt ist, muss man 5 Monate bevor der Termin, wo das Arbeitsverhältnis beendet wird, darüber informiert bzw. die Kündigung zugegangen sein. Okay, also das heißt, in dem Fall am 30. September wäre jetzt die nächste Quartalkündigung möglich. Das heißt, wenn ich jetzt noch nicht so lange im Unternehmen bin und diese 6 Wochen hätte, dann müsste man mir ungefähr jetzt sagen, dass ich am 30. September, also dass am 30. September mein Dienstverhältnis endet. Genau, man nimmt immer den Termin, der möglich wäre, rechnet die Zeit zurück, wie lang halt die Dienstzeit gewesen ist und dann vorher muss die Kündigung ausgesprochen werden. Wir haben da, glaube ich, auch noch ein Beispiel vorbereitet. Vielleicht kannst du es auch noch einmal an einem anderen oder auch an einem ähnlichen Beispiel erklären, damit das noch ein bisschen eingänglicher ist, weil das doch manchmal mit den Terminen und Fristen kompliziert ist. Okay, also Sie sehen das Beispiel jetzt wahrscheinlich auch, dass ich da jetzt vor mir liegen habe und man geht jetzt davon aus, es gibt keine besonderen Regelungen für den Kündigungstermin. Wir bleiben bei den 4 Terminen, die wir in der Quartalskündigung haben, aufrecht und jetzt kommt man drauf, sagt man, okay, der Chef sagt, okay, er möchte jetzt kündigen, oder heute ist der 11. August. Bis wann muss die Kündigung ausgesprochen werden, beziehungsweise bis welchen Termin ist das möglich? Also rein theoretisch, der gesetzlich nächstmögliche Termin, eine Kündigung auszusprechen, im Quartal wäre der 30. September. Wenn wir jetzt aber das Beispiel haben, dass wir 6 Jahre im Betrieb beschäftigt sind, dann haben wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine Frist von 3 Monaten. Und das würde bedeuten, wenn wir jetzt den 30. September als nächsten Termin hernehmen, müssen wir 3 Monate zurückrechnen. Vorher muss die Kündigung ausgesprochen werden und das würde sich jetzt nicht mehr ausgehen. Das bedeutet, wir würden diese 3-monatige Frist bis zum nächsten Termin nicht einhalten und daher kann zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt werden. Das bedeutet, wenn ein Arbeitgeber in unserem vorliegenden Fall sagt, er möchte die Person mit dem nächstmöglichen Termin kündigen, steht in diesem Fall nur mehr der 31. Dezember zur Verfügung, weil die Frist von 3 Monaten mindestens eingehalten werden kann. Man kann schon natürlich vorher sagen, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist, die Kündigung aussprechen. Man muss aber die Frist mindestens einhalten in diesem Bereich. Und das würde jetzt in unserem Bereich, also in unserem Fall bedeuten, wenn man sagt, okay, wann wäre der nächste mögliche Termin nach 6 Jahren Dienstverhältnis im Betrieb aufzulösen, wäre hier der 31. Dezember. Also wie gesagt, das Faustregel ist, man nimmt den Termin, der nächstmöglich ist, rechnet die Zeit zurück und wenn es vorher nicht ausgesprochen worden ist, also die Zeit zu kurz ist, dann spricht man von einer fristwidrigen Kündigung. Ist es ein falscher Termin, ist es eine terminwidrige Kündigung. Okay, das heißt, hier gilt es auf jeden Fall aufzupassen, ob die Fristen und die Termine eingehalten werden und nachdem das ja nicht so einfach ist, auch hier nochmal der Tipp, sich einfach an die Gewerkschaft oder an den Betriebsrat zu wenden, damit da einfach auch keine Fehler und kein Nachteil für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin passiert. Und da darf ich vielleicht noch einen Satz. Was passiert, wenn jetzt eine Termin- oder fristwidrige Kündigung stattgefunden hat? Wenn wir jetzt in unserem Beispiel bleiben, man bekommt heute das Kündigungsschreiben und sagt, man ist mit 30. September gekündigt, das ist der letzte Arbeitstag, das ist der Termin und die 3 Monate Frist wurde nicht eingehalten, dann verlängert sich auch das Dienstverhältnis, wird mit dem Arbeitnehmer schon am 30. September beendet. Aber der Arbeitnehmer behält seine Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin aufrecht. Das bedeutet, auch wenn ich jetzt heute gekündigt werde, am 30. September ist mein letzter Arbeitstag, bekomme ich aber, weil es eine Termin, also eine fristwidrige Kündigung gewesen ist, bis zum 31.12. mein Geld weiterbezahlt. Das nennen wir so die Kündigungsentschädigung, weil hier ein Fehler passiert ist. Mhm. Und das sollte man sich in dem Bereich halt immer auch durchrechnen lassen und am besten sich bei uns nachfragen, ob die Fristen oder Termine wirklich gestimmt haben. Das würde dann aber auch bedeuten, dass ich nach dem 30. September bis zum 31. Dezember nicht mehr in die Arbeit gehen muss. Also ich bringe keine Arbeitsleistung, würde aber die Entschädigung, weil die Kündigung falsch ausgesprochen wird. Das wird zwar mit diesem Termin beendet, aber der Anspruch geht bis zur nächstmöglichen Beendigung über. Wenn wir dann noch Anspruch heißt in diesem Fall, ich bekomme mein Geld. Vereinfacht gesagt, ja, meine Enkelansprüche bleiben aufrecht. Alles klar. Beim Thema Kündigung gibt es ja ganz viele Mythen. Da gibt es immer so ein paar
Sachen, die herumgeistern, wo sich niemand sicher ist, wo der eine sagt, ja, das stimmt, der andere sagt, nein, das stimmt nicht. Zum Beispiel, dass man im Urlaub gekündigt werden kann oder im Krankenstand oder auch im Probemonat. Wie ist es dann? Also wie ist es jetzt? Kann man da gekündigt werden oder nicht? Grundsätzlich arbeitet der Jurist sagen und es stimmt eigentlich. Also es ist so die Frage, man muss es vielleicht ein bisschen auftröteln, sage ich, machen wir jetzt mal Krankenstand und Urlaub. Mhm. Also man sagt so schön, sage ich, es gibt kein Kündigungsverbot zur Unzeit, also in Situationen, wenn man arbeitet, wenn man krank oder auf Urlaub ist. Man kann im Krankenstand gekündigt werden. Die Fristen sind in diesem Bereich auch einzuhalten. Also die Krankheit ist ja deswegen, man hat deswegen kein Kündigungsverbot, um es so zu formulieren. Das bedeutet, man kann auch im Krankenstand gekündigt werden. Das kann sein, dass man dann einen Brief bekommt, wo drinsteht, dass man auch im Krankenstand gekündigt wird. Und natürlich sind die Fristen, die ich vorhin erklärt habe, auch hier einzuhalten. An den Fristen ändert das in diesem Bereich nichts. Es gibt noch zwei Möglichkeiten. Das war ja durchaus öfters mal der Fall, dass man gesagt hat, okay, der Arbeitnehmer ist länger krank, man bittet ihn, das Dienstverhältnis einvernehmlich aufzulösen. Weil das kann man ohne Zeit und Frist relativ schnell machen mit einem Termin, das man ausmacht. Wenn man im Krankenstand ist und das Dienstverhältnis, man vom Arbeitgeber gekündigt wird oder auch einvernehmlich das Arbeitsverhältnis auflöst, man stimmt zu, dann gehen die Ansprüche, absolut die Fristen werden eingehalten, muss aber der Arbeitgeber die Enkelfortzahlung so lange leisten, auch wenn es über die Frist hinausgeht. Also der Arbeitgeber kann sich durch das, dass er im Krankenstand jemanden kündigt, nicht seine Enkelfortzahlung ersparen. Denn es ist ja so, wenn man krank wird und das zu einer Arbeitsunfähigkeit führt, die Krankheit, bekommt man Enkelfortzahlung für eine gewisse Zeit vom Arbeitgeber. Das kann sich der Arbeitgeber in diesem Bereich nicht ersparen. Also da gibt es gewisse Regeln und auch bei der Einvernehmlichen ist das so. Was den Urlaub betrifft, sage ich, man kann auch im Urlaub gekündigt werden. Da gibt es nur eine UGH-Entscheidung in dem Bereich, wo man sagt, okay, wenn der Urlaub länger ist, als die Kündigungsfrist wirklich dauern würde, dann ist der Erholungszweck, der Urlaub heute den Erholungszweck des Arbeitnehmers im Vordergrund, das ist die Aufgabe des Urlaubs unter anderem. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt 4 Wochen Urlaub und die Kündigungsfrist würde nur 2 Wochen dauern und werde im Urlaub gekündigt, dann würde man sagen, das geht nicht, weil der Erholungszweck damit zerstört wird. Aber prinzipiell, also grundsätzlich kann man sagen, man kann im Krankenstand gekündigt werden und ja, man kann auch im Urlaub gekündigt werden, muss man sagen. Und vielleicht auf das Probemonat nochmal einzugehen. Probemonat, was versteht man darunter? Das ist so, muss vereinbart werden, die Probemonat oder die Probezeit. Das ist am Anfang eines Arbeitsverhältnismusters stehen. Das ist so das erste Monat, wo man sagt. Das muss vereinbart werden. Es darf nicht länger als ein Monat sein, kann kürzer sein. Kann auch der Kollektivvertrag vorliegen, kann auch kollektivvertraglich verkürzt werden. Es gibt Kollektivverträge, da ist das Probemonat nur 14 Tage lang. Dauert nur 14 Tage an, besser gesagt. Und da besteht die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen, jederzeit das Dienstverhältnis aufzunehmen. Da kann es sein, okay, das passt mit uns nicht, du kommst heute nicht mehr, du kannst heute nach Hause gehen. Das kann der Arbeitnehmer, aber auch der Arbeitgeber sein. Da kann es ohne Angabe von Gründen beendigt werden. In der Probezeit. Okay. Also das ist aber nur maximal im ersten Monat ist das. Das kann verkürzt werden, muss ausgemacht werden. Also bei normalen Arbeitsverhältnissen und vielleicht noch einen kleinen Sidestep, wo man der erlaubt ist. Bei Lehrverhältnissen ist das 3 Monate. Da hat man die Probezeit dauert 3 Monate. Die kann aber nicht verlängert und verkürzt werden. Gibt es noch ein paar Ausnahmen im Berufsschutz dazu, aber das wird zu weit führen. Aber nur, dass man, da gibt es eine unterschiedliche Regelung. Es ist ja oft auch so, wenn man, wenn die Kündigung ausgesprochen wird, dass man dann vom Dienst freigestellt wird und sozusagen den Urlaub, also dass einem mitgeteilt wird, du verbrauchst jetzt für die restliche Zeit deinen Urlaub bis zum Kündigungstermin. Geht das? Also ist das erlaubt oder kann ich da auch als Arbeitnehmerin sagen, nein, das will ich eigentlich nicht? Es ist im Arbeitsverhältnis, da kann man sagen, das ist ja ein Vertrag, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, da gibt es so die Hauptleistungspflicht, nennt sich das. Hauptleistungspflicht des Arbeitnehmers ist, seine Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen und die Hauptleistungspflicht des Arbeitgebers ist natürlich, das Entgelt zu bezahlen. Und natürlich kann der Arbeitgeber sagen, nein, ich verzichte auf deine Arbeitsleistung, ich nehme sie nicht in Anspruch, dann gibt es immer die Frage, gibt es ein Recht auf Beschäftigung? Sage, wenn ich arbeiten will, muss er mich dann arbeiten lassen. Gibt es prinzipiell nicht. Also wenn der Arbeitgeber sagt, ich nehme deine Arbeitsleistung nicht in Anspruch, weil ich brauche dich, ich bleibe doch zu Hause, dann kann er das machen, muss aber das Entgelt weiter bezahlen. Natürlich, wenn er sagt, ich will zwar nicht mehr, dass du in die Arbeit kommst, heute, weil heute nichts zu tun ist oder wie auch immer, dann muss er trotzdem weiter bezahlen. Man hat nicht so das Recht auf Beschäftigung, außer in gewissen Bereichen, wo es mit Qualifikationsverlust verloren wird. Also ein Pilot muss man schon mal fliegen lassen und solche Leute. Also da gibt es schon noch Ausnahmen, aber prinzipiell hat man keinen Anspruch. Und das passiert öfters, wenn man jetzt gekündigt wird, sagt man, okay, lieber Arbeitnehmer, ich stelle dich jetzt bis zum Termin, wo das Arbeitsverhältnis ausläuft, stelle ich dich vom Dienst frei. Also brauchst nicht mehr kommen, ist nicht mehr nötig.
Das gibt es aus unterschiedlichsten Gründen kann das passieren. Dann gibt es rechtlich ganz klar die Regelung, wenn man sagt, okay, ich wäre bereit, meine Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen, ich will arbeiten, ich würde auch arbeiten und der Arbeitgeber sagt, nein, ich brauche dich aber nicht mehr, dann muss er für diese Zeit, kann ich zu Hause bleiben, mir aber das Entgelt bezahlen. Also das ist die Freistellung in diesem Bereich. Das, was aber noch oft dazu kommt, dass so eine Freistellung kombiniert wird, wo man auch einen Zettel unterschreibt, wo draufsteht, und der Arbeitnehmer erklärt sich bereit, seinen offenen Resturlaub in der Zeit der Kündigungsfrist noch aufzubrauchen. Mhm. Vorab muss man da ganz klar festhalten, Urlaub ist Vereinbarungssache. Urlaub muss man sich ausmachen. Urlaub ist mit beiderseitigen Einvernehmen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer auszumachen, da werden die betrieblichen Interessen abgeweckt und der Erholungszweck des Arbeitnehmers. Das heißt, einseitig jemanden auf Urlaub schicken geht so, mal grundsätzlich nicht. Also wenn Sie nicht auf Urlaub gehen wollen in der Zeit der Kündigungsfrist, dann müssen Sie das klar artikulieren. Dann sagen Sie, nein, auch wenn Sie sagen, ich soll auf Urlaub gehen, sagen Sie, nein, es kommt keine Vereinbarung über den Urlaub zustande, dann gehen Sie auch nicht auf Urlaub. Das Problem ist das, dass viele Menschen da unterschreiben, sich bereit erklären, dass sie sagen, man braucht den Urlaub in der Freistellung noch auf in diesem Zeitraum. Dann ist das so das einseitige Angebot, also sein Angebot, das abgeschlossen wurde, dann angenommen wird, seinen Urlaub wirklich zu verbrauchen. Mhm. Und die Vereinbarung kommt dadurch zustande, dass man sich nur selbst aussuchen kann, wenn man den Urlaub nimmt. Also wenn man das nicht will oder sowas unterschreibt und gekündigt wird, dann unterschreiben Sie das auch nicht oder kommunizieren es klipp und klar, ich verbrauche meinen Urlaub nicht. Wenn Sie das unterschrieben haben, werden Sie es aufbrauchen müssen. Also das muss man sich im Detail anschauen. Aber wie gesagt, nicht in diesen Fällen sagen, okay, es ist eine schwierige Situation, also es ist nach meistens vielen Jahren, oft auch sehr abrupt, endet das Arbeitsverhältnis, es ist durchaus immer sehr emotional, diese Situation. Es ist da vielleicht durchaus besser zu sagen, okay, man nimmt das, was man vorgelegt hat und lässt es einfach mal durchchecken, ob das wirklich passt, mhm, oder ob man das auch wirklich will, was man dann unterschreibt. Jetzt gibt es ja auch die andere Möglichkeit, eben, dass das Dienstverhältnis endet und ich habe eigentlich noch Urlaub übrig, weil ich ihn nicht verbraucht habe, weil ich so viel stehen habe, wie auch immer. Also ich habe Urlaub stehen. Was passiert dann mit meinem Urlaub, wenn das Dienstverhältnis aber schon aus ist? Also es ist so, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der einzige Grund, warum Urlaub in Geld abgegolten werden kann. Urlaub kann normalerweise nicht ausbezahlt werden, weil er der Erholung dient. Also man kann im aufrechten Dienstverhältnis nicht sagen, ich hätte jetzt 5 Wochen Urlaub, zahl mir bitte 3 aus, ich arbeite weiter. Das ist gesetzlich verboten, das darf man nicht. Nur wenn das Dienstverhältnis beendet wird, dann kommt es oft dazu, dass noch Urlaub stehen bleibt. Also man hat aus den Vorjahren noch einen Urlaub mitgenommen und man hat im laufenden Urlaubsjahr noch gewisse Tage offen. Was passiert jetzt mit diesen Tagen? Die Urlaubstage aus den Vorjahren müssen ausbezahlt werden. Da gibt es eine Urlaubsersatzleistung, also das bekommt man ausbezahlt. Und für das laufende Jahr muss man sich berechnen, da wird es alle quotiert. Was meine ich mit alle quotiert? Es wird für die Dauer, die man gearbeitet hat, runtergerechnet, in welchem Verhältnis das stehen wird. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe 30 Werktage Urlaub im Jahr, habe aber nur ein halbes Jahr gearbeitet, dann stehen mir da quasi alle Quote, wie man so schön sagt, nur 15 Tage zu. Und das muss man sich rausrechnen, was da einem noch zur Verfügung steht an Urlaub. Also es gibt eine Formel, man sagt, okay, wie viele Werktage stehen mir jetzt zur Verfügung dieses Jahr? Das wären 30 normalerweise. Dann schaut man, wie viele Tage habe ich dieses Jahr gerechnet, die multipliziert man dann miteinander und dividiert es dann durch 365. So kommt man auf die Anzahl der Urlaubstage, die man in dem Jahr noch offen hat. Aber ich glaube, gibt es ja von der Seite der Arbeiterkammer auch einen Resturlaubsrechner, wenn ich das richtig im Kopf wieder heißt. Sie brauchen die Formel jetzt nicht merken, Sie kennen das. Ich glaube, wir posten es dann in die Kommentare, da durchrechnen, wie viel Resturlaub man noch hat. Genau, ich glaube, wir haben es sogar schon gepostet auf der Seite der Arbeiterkammer unter resturlaub.arbeiterkammer.at kann man sich auch ganz leicht ohne diese komplizierte Formel den Resturlaub ausrechnen. Wenn man jetzt gekündigt wird, sind die meisten dann doch auch sofort daran interessiert, eine andere Arbeitsstelle zu finden. Und da gibt es diese sogenannten Postensuchtage, die werden immer erwähnt, dass man dann eine gewisse Zeit frei hätte, um sich da auch um einen anderen Job umzuschauen. Was hat es damit auf sich mit diesen Postensuchtagen? Also Postensuchtage, das ist so, heißt es umgangssprachlich, wenn man sagt, okay, man soll sich die Zeit dafür nutzen, um sich einen neuen Job zu suchen. Eigentlich sagt man, es ist eine Freizeitgewährung in Zeiten der Kündigungsfrist, wo man sagt, okay, der Arbeitnehmer hat gewisse Wege zu erledigen, unter anderem sei es Postensuchtage, suggerieren sie schon ein wenig, wo man sagt, okay, man sucht sich eine neue Arbeit, aber es gibt da Wege zum AMS oder auch zur Gewerkschaft, wo man sagt, man braucht Beratung, man braucht da Zeit, weil das Dienstverhältnis beendet ist. Und das sieht der Gesetzgeber vor. Wenn der Arbeitgeber das Dienstverhältnis gekündigt hat,
steht dem Arbeitnehmer auf Verlangen, also man muss sie auch verlangen, im Ausmaß eines Fünftel der wöchentlichen Arbeitszeit steht im Gesetz eine Freizeit zu, um quasi derartige Tätigkeiten zu machen. Um es runterzubrechen, sage ich, wenn Sie gekündigt worden sind, steht Ihnen einmal in der Woche, wenn Sie eine 40-Stunden-Woche Woche haben, ein Tag, quasi 8 Stunden zur Verfügung, wo Sie dann derartige Tätigkeiten machen dürfen. Also das ist ein Verlangen, da können Sie zum Arbeitgeber sagen, ich möchte diese Woche meinen Tag zur Freizeitgewährung während der Kündigungsfrist einfach ausüben. Da muss Einvernehmen hergestellt werden und es gibt aber auch Kollektivverträge, die sehen zum Beispiel vor, dass es immer der Freitag zum Beispiel ist. Aber das ist auszumachen, aber da steht Ihnen natürlich die sogenannten Postensuchtage, wie es heißt, zur Verfügung. Das könnte man aber auch aufteilen oder muss das ein ganzer Tag sein? Weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich schon ein Bewerbungsgespräch habe und dann... Grundsätzlich steht im Gesetz, dass ein Fünftel der wöchentlichen Arbeitszeit den Arbeitnehmer freizugeben ist und es wird im meisten Fall der Tag dann sein. Okay. Eine andere Frage ist, worauf müssen denn Arbeitnehmerinnen in der Zeit vor allem achten? Weil es ist ja natürlich, das Arbeitsverhältnis endet dann gibt es gewisse Ansprüche, vielleicht sollte ich mich beim Arbeitsmarktservice melden. Also was ist, wenn das Arbeitsverhältnis endet, worauf soll ich da besonders achten? Es gibt da mehrere Punkte. Das Wichtigste zu sagen ist, dass man muss sich, um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben, muss ich unter anderem die Ansprüche erfüllen. Das ist klar. Aber ich muss mich natürlich auch beim Arbeitsmarktservice melden, also beim AMS. Und daher empfiehlt sich nicht erst am ersten Tag der Arbeitslosigkeit sich zu melden, sondern wenn ich weiß, ich bin gekündigt worden, sich dann schon quasi so frühzeitig beim AMS zu melden, dass man weiß, dass sein Arbeitsverhältnis damit beendet. Prinzipiell, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist und man die Voraussetzungen erfüllt hat, dann hat man Anspruch auf Arbeitslosengeld. Aber wir haben ja vorhin vielleicht das noch kurz zu erklären, gibt es nämlich Sachen, warum man dann nicht gleich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Wenn man zum Beispiel das Arbeitsverhältnis selbst gekündigt hat, also man kündigt selbst, dann hat man 4 Wochen keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Da hat man so eine Wartefrist von 4 Wochen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass, wie wir vorhin angesprochen haben, Sie haben restlichen Urlaub noch stehen und Sie sagen, okay, ich verbrauche diesen Urlaub jetzt nicht, ich will mir den ausbezahlen lassen, dann verlängert sich um diese Zeit das Dienstverhältnis, also verlängert sich also die Pflichtversicherung, besser gesagt, das Arbeitsverhältnis nicht. Und das bedeutet für die Zeit, um das es verlängert wird, es wird dann ein bisschen runtergerechnet, man kann ungefähr sagen, wenn ich jetzt einen Monat, wenn ich jetzt zum Beispiel 14 Tage Resturlaub stehen habe, also 12 Tage Resturlaub stehen habe, dann verlängert sich, also dann ruht mein Anspruch für 14 Tage, das ist pro 6 Werktage kommt noch ein Tag dazu, aber das, also ungefähr ein bisschen was kommt noch dazu, aber die Tage, die Sie an Werktagen noch aus Urlaub stehen haben, sind es 12 Tage und das verlängert sich so in dem Bereich um 14 Tage. Also da ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld, also da bekommen Sie auch noch kein Geld. Also es ist ja durchaus immer die Frage, sage ich, konsumiere ich den Urlaub? Oder brauche ich ihn, oder lasse ich ihn mir ausbezahlen? Das sind immer Fragen, die man halt abwägen muss, wie viel Zeit hat man noch stehen, will man sich ausbezahlt haben oder nicht, oder konsumiere ich es noch, beziehungsweise dann vielleicht noch eine Anschlussfrage, die sich öfter stellt, sage ich, hätte jetzt nur mehr ein paar Tage Urlaub stehen gehabt, weil ich alle Quotas habe, aber den ganzen Urlaub schon aufgebraucht, also bei der Rechnung kommt raus, ich hätte ja noch mal 15 Werktage Urlaub, habe aber 30 schon verbraucht, ich wäre sozusagen im Minus. Das ist in dem Fall, wenn Sie gekündigt werden, nicht schädlich, das müssen Sie dann nicht zurückbezahlen. Okay. Aber gibt es irgendwas, was du empfehlen würdest? Ist es besser, jetzt als Arbeitnehmerinnensicht, sich den Urlaub auszubezahlen, weil man ja dadurch noch ein bisschen länger das volle Gehalt bekommt? Oder es ist macht das nicht so viel Unterschied? Ich glaube, es ist eine Abwägungssache. Ich glaube, die Situation hat sich jetzt auf dem Arbeitsmarkt durchaus verschärft. Ich glaube, es ist eine Abwägungsfrage, wie schnell man davon ausgeht, wieder in Beschäftigung zu kommen. Wenn ich weiß, ich habe sofort eine Anschlussbeschäftigung, dann würde ich sagen, okay, dann kann ich entscheiden, sage ich, würde aber gern, bevor ich nahtlos ins andere Dienstverhältnis übergehe, sage ich, okay, ich hätte noch gern den Urlaub, den nehme ich mir, ich hätte den gerne, sage ich, okay, nein, das passt für mich eigentlich schon, ich brauche doch durchaus das Geld, ich lasse mir ausbezahlen. Das ist wirklich sehr individuell, es hängt auch durchaus an, wie viel verdient man, welche Verpflichtungen man hat in dem Bereich. Das ist, müsste man sich im Einzelfall genau anschauen, um da seriös etwas zu sagen, aber da kann man gern in dem Bereich sich an die Gewerkschaften oder die Arbeiter kann man melden und sagt, okay, also in Ihrem Fall würde es wahrscheinlich Sinn machen, wenn man so und so was machen. Vor allem, aber man muss auch sagen, man muss auch, wenn Sie sagen, okay, ich würde gerne den Urlaub aufbrauchen, das geht auch natürlich in die andere Richtung. Der Arbeitgeber kann es Ihnen nicht anschaffen, auf Urlaub zu gehen, aber Sie können nicht einfach sagen, ich gehe jetzt auf Urlaub. Das geht in die andere Richtung natürlich auch. Wir haben jetzt auch schon Fragen live bekommen, da würde ich dir gerne die erste Frage stellen. Der Patrick will wissen, was ist, wenn ein Arbeitsvertrag unterschrieben wird
und es sich der Dienstgeber aber vor Antritt des Dienstes wieder anders überlegt und sagt, nein, ich möchte dich doch nicht beschäftigen. Also da gibt es jetzt zwei Machen. Also wie gesagt, wie zu der schon Pakt auf Sum Servanda, Verträge sind einzuhalten. Also man hat einen Vertrag abgeschlossen, man hat eine Willenserklärung darüber gemacht. Ich sage, prinzipiell kommt das Arbeitsverhältnis in dem Bereich zustande. Es gibt durchaus so Möglichkeiten, warum man vom Vertrag zurücktreten kann. Also das würde aber jetzt zu weit gehen, ins Vertragsrecht reinzugehen. Sage, was wird, also um es faktisch runterzubrechen, was passiert? Natürlich hat man einen Anspruch, das Arbeitsverhältnis anzutreten. Man müsste schauen, ob in diesem Arbeitsverhältnis ein Probemonat vereinbart ist oder vorgesehen ist. Ist kein Probearbeitsverhältnis ausgemacht und man schließt sofort auf unbefristete Zeit ab oder auf befristete Zeit ab. Da muss man sich natürlich auch hier an die Spielregeln halten. Aber wenn ein Probemonat vereinbart ist, dann habe ich ja wie vorhin erklärt, durchaus der Arbeitgeber die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen das Arbeitsverhältnis sofort wieder zu ändern. Und wenn das vereinbart ist, könnte man darüber diskutieren, wird wahrscheinlich aber ein Probemonat dann beendet werden und dann keine Ansprüche vorhanden sein. Da müsste man sich auch durchaus den Vertrag im Detail dann anschauen. Okay. Also da kann man, gibt sicher noch ein paar Sachen, wie das genau ausgestaltet ist. Also, aber grundsätzlich. Wenn ein Probemonat vereinbart ist, dann schaut es grundsätzlich schlecht dann, aus. Und wenn nicht, dann. Dann wird man dann am ersten Tag erfahren, na okay, wir brauchen sie dann doch nicht. Okay. Und zwar, ja, okay. Ich habe da auch noch eine zweite Frage, die ist ein bisschen lang und da geht es um Leasingfirmen. Ich weiß nicht, vielleicht soll man die vielleicht dann individuell danach beantworten besser? Ich glaube, dass es sinnvoll ist. Ich glaube, dass wir da bleiben, weil wir, das haben wir jetzt bei der Arbeitskräfteüberlassung und wir reden jetzt immer von einem Arbeitsverhältnis, wo zwei Parteien da sind, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber und bei der Arbeitskräfteüberlassung kommt immer eine dritte Person dazu. Und das macht es dann nochmal eine Spur schwieriger, wenn man einen Dritten in die Beziehung mit reinnehmen, wo es auch durchaus andere rechtliche Regelungen in dem Bereich gibt. Das können wir gerne nachher beantworten, aber das, glaube ich, würde es auch den Rahmen sprengen und man müsste den Fall auch gerne anschauen. Dann würde ich sagen, danke Felix für diese Frage. Wir werden uns die im Nachhinein einfach genau anschauen und dir Bescheid geben und dir im Detail antworten. Dann gehen wir bei uns ein bisschen weiter noch bei den Fragen, was auch immer bei der Beendigung eines Dienstverhältnisses wichtig ist oder worauf Arbeitnehmerinnen immer ein bisschen beharren auch ist, das Dienstzeugnis, weil das natürlich auch ein bisschen was aussagen soll über meine Arbeit und vielleicht für den nächsten Arbeitgeber auch relevant ist. Hat man da eigentlich einen Anspruch darauf? Ja. Also wenn das Arbeitsverhältnis länger als einen Monat gedauert hat und gibt es ein paar Voraussetzungen, aber grundsätzlich hat man einen Anspruch auf ein Dienstzeugnis. Jetzt ist die Frage, was muss in dem Dienstzeugnis drinstehen? Das ist immer die Diskussion nämlich. Da ist es ein einfaches oder ein qualifiziertes Dienstzeugnis. Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Verlangen auf ein Dienstzeugnis, wo drinsteht, bei wem er wie lange gearbeitet hat und was er gemacht hat. Das kann rein theoretisch ein Satz sein. Mehr Anspruch hat der Arbeitnehmer grundsätzlich aufgrund der gesetzlichen Lage nicht. Okay. In dem Bereich, das muss ausgefüllt werden, das muss drinstehen. Wie gesagt, das kann ein oder zwei Sätze sein und das ist erledigt. Auf das hat er Anspruch und der Arbeitgeber darf dafür auch nichts verlangen. Das ist im also die Kosten dafür trägt der Arbeitgeber, also wenn da Kosten anfallen sollten für den Ausdruck. Die Frage ist immer das, wenn man den Wunsch auf ein qualifiziertes Dienstzeugnis hat. Da steht dann immer drin, sagen, da könnten Sie vielleicht ein bisschen schreiben, dass ich meine Arbeit durchaus sehr gut gemacht habe, wie lange ich das gemacht habe und wie loyal ich dem Betrieb gegenüber gewesen bin. Darauf hat man keinen Anspruch, kann man sich aber mit seinem Vorgesetzten, oder mit seinem Arbeitgeber besser gesagt, ausmachen. Und sagt, okay, wäre es möglich, dass ich ein Zeugnis von Ihnen bekomme? Dann sagt er, ja, gerne, ich schreibe Ihnen so etwas, ist kein Thema. Und da gibt es aber dann Grundregeln für so das qualifizierte Arbeitszeugnis, Dienstzeugnis, ist genannt wird, wo halt keine negativen Sachen drinstehen dürfen. Aber es gibt dann so Geheimcodes, nennen Sie das, wo dann halt auch ein Arbeitgeber einem anderen Arbeitgeber unterschwellig mitteilen kann, wie der Arbeitnehmer wirklich gewesen ist. Also es muss positiv formuliert werden, aber nicht jede positive Formulierung muss was Positives heißen. Also wenn zum Beispiel drinsteht, naja, dass er halt sehr gesellig gewesen ist, der Arbeitnehmer, dann ist es okay, der hat relativ viel Tratsch, der war immer gerne unterwegs. Also da gibt es unterschwellige Geheimcodes, wie sie das nennt. Aber soweit ich weiß, gibt es da auf der ÖGB-Seite zum Thema Geheimcodes bei uns auch so die 10 wichtigsten Geheimcodes und zum Dienstzeugnis. Das ist bei uns ein Artikel auf der Homepage, ich glaube, den könnte man vielleicht auch einblenden, dann kann man sich ein bisschen einen Überblick verschaffen, was drinsteht und was es eigentlich bedeutet, obwohl es eigentlich sehr nett geklungen hat, aber vielleicht dann gar nicht so nett gemeint gewesen ist vom Arbeitgeber. Ja. Ich glaube, das lässt sich machen, wenn wir es nicht schon gepostet haben in den Kommentaren, um die Geheimcodes der Arbeitgeber zu lösen.
Wir haben noch eine Frage bekommen, jetzt live von Matthias. Er will wissen, auch gerade aktuell wegen der Kurzarbeit, ob er auch während der Kurzarbeit gekündigt werden kann. Ja, das ist die Frage, das haben wir, glaube ich, auch schon beim ersten Mal mit der Handlung. Es gibt ja so, wenn Kurzarbeit vereinbart wird, gehen wir jetzt vom ganzen Betrieb aus, dann gibt es so, man muss den Beschäftigungsstand halten in dem Bereich, und wenn die Kurzarbeit ausgelaufen ist, dann gibt es so eine Art eine Sperre, ich formuliere es jetzt einfach mal Sperre, sage ich so, oder eine Behaltefrist von einem Monat. Also dann muss die Person einen Monat nach Auslaufen der Kurzarbeit noch behalten werden, aber da muss man jetzt das auch noch mal im Detail anschauen, betrifft es nur einen Betriebsteil, wo das gewesen ist, oder war die Person damit befasst, wie ist das mit dem Bestand? Gibt doch durchaus Ausnahmen, wo man davon abgehen kann, die sind auch noch aufgelistet. Also in dem Fall, weil die Kurzarbeit, wir haben jetzt, ist die dritte Kurzarbeitsvereinbarung jetzt ausverhandelt worden, es hat da schon zwei gegeben, die Richtlinie ist mehrmals geändert worden. Also wenn es da einen konkreten speziellen Fall gibt, dann am besten mit Termin, wann ist das gewesen und die Vereinbarung mit Schindler, kann man sich das im Detail genau anschauen. Aber prinzipiell gibt es da schon einen Schutz für Arbeitnehmerinnen, also das, das gibt es schon. Aber eben dieses einen Monat nachdem die Kurzarbeit... Grundsätzlich ja, es gibt dann schon eine Pause, aber man kann das jetzt schon... Ja, da gibt es schon eine Schutz-, eine Behaltefrist für den Arbeitnehmer. Aber es würde schon bedeuten, dass wenn der Arbeitgeber schon weiß, dass er einen Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter irgendwie danach nicht mehr halten kann oder will, wie auch immer, dann muss er ja aufgrund der Kündigungsfristen das eigentlich schon während der Kurzarbeit aussprechen. Ja, prinzipiell, das ist eine Frage, aber meines Erachtens müsste man auch schon, wie das ausgestaltet ist, würde man davon ausgehen, da ist er bis dato quasi eine Sperre hat, Kündigung auszutreten und wahrscheinlich erst nach der Behaltefrist ist. Okay. Also müsste man sich im Detail anschauen, wie das jetzt dann rechtlich genau ausgestaltet ist, aber ich gehe davon aus, dass man davon ausgehen kann, dass das erst nachher passieren kann. Okay. Dann gibt es ja auch noch verschiedene andere Ansprüche, die man hat, wenn ein Dienstverhältnis endet, nämlich die Abfertigung, die natürlich ein guter Polster ist, so, sage ich einmal, wenn man sie braucht und wenn man sie ausbezahlt bekommt. Da gibt es ja auch Unterschiede zwischen Abfertigung alt und neu, aber vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie ich zu meiner Abfertigung komme, wenn ich gekündigt werde. Also da muss man unterscheiden, also das Modell Abfertigung alt und Abfertigung neu, das hat sich von der Struktur ein wenig gewandelt, also die Idee ist jetzt eine andere in dem Bereich, aber vielleicht, wen betrifft Abfertigung neu, also für alle Dienstverhältnisse, die nach dem 01.01.2003 abgeschlossen worden sind, die sind in der Abfertigung neu drinnen. Man hat für Dienstverhältnisse, die vorher abgeschlossen waren, die Möglichkeit rüber zu wechseln, und sonst gilt die Abfertigung alt. Abfertigung alt bedeutet das, dass der Arbeitgeber, wenn das Dienstverhältnis nach einer Zeit beendet wird, also wenn das Dienstverhältnis nach 3 Jahren beendet wird, da bleiben wir bei der Arbeitgeberkündigung. Da gibt es gewisse Sachen, wenn man selber kündigt, hat man keinen Anspruch. Wir bleiben aber jetzt bei der Arbeitgeberkündigung, jetzt bei allen Beispielen, dann macht es einfacher. Der Arbeitgeber kündigt jetzt jemanden, der in der Abfertigung alt ist, der 3 Jahre beschäftigt gewesen ist, dann hat er einen Anspruch auf 2 Monatsentgelte. Das geht hoch bis nach 25 Diensten auf 12 Monatsgehälter vom Jahresgehalt. Das der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber bekommt in dem Bereich. Das steht ihm zu, wenn er gekündigt wird. Das ist Abfertigung alt. Dann gibt es jetzt die Abfertigung neu, wie ich angesprochen habe, für Beschäftigungsverhältnisse jedenfalls, die nach dem 01.01.2003 eingegangen worden sind. Das ist so, dass der Arbeitgeber, der betriebliche Vorsorgekasse, einen monatlichen Betrag vom Entgelt, das der Arbeitnehmer bekommt, von 1,53% einbezahlt. Und das wird dann veranlagt. Und der Hintergrund ist so, es wird in einer Vorsorgekasse veranlagt und kann, wenn das Arbeitsverhältnis durch den Arbeitgeber beendet wird, also gekündigt wird, wie wir vorhin gesagt haben, auch ausbezahlt werden. Das bedeutet, wenn der Arbeitgeber mich kündigt und ich 3 Jahre einbezahlt habe, also 3 Jahre einbezahlt worden ist, dann ist es so eine anspruchsauslösende, ausbezahlende Möglichkeit, wo ich sage, ich kann mir das Geld ausbezahlen lassen. Habe ich zum Beispiel selber gekündigt, dann wäre bei der Abfertigung alt, dann verliere ich diesen Anspruch, dann bekomme ich kein Geld davon. In der Abfertigung neu, der Unterschied ist das nennt sich so das sogenannte Rucksackprinzip. Also ich nehme das mit, auch wenn ich selbst gekündigt habe, verfällt mir die Abfertigung nicht, die ich einbezahlt habe, sondern ich nehme sie mit. Und das wird so lange mitgenommen, bis halt eine Voraussetzung erfüllt, dass ich sie ausbezahlen lassen kann. Das ist prinzipiell, wird es mal gesagt, mindestens 3 Jahre beschäftigt beim Dienstgeber. Und der Arbeitgeber kündigt oder einvernehmlich auflösen, wird auch dabei einfallen. Also und Sie bekommen ja jetzt ja von der betrieblichen Vorsorgekasse auch ein Schreiben, wo drin steht, wie hoch ist Ihre Anwartschaft, was Sie haben und wie viel liegt da eigentlich drinnen. Also da kriegen Sie auch dann einen Brief, in dem wo drin steht, wie es ist und dann es beendet wird, ob Sie es auszahlen lassen können oder nicht. Also das ist immer dann, Sie können da also sagen, nein, ich brauche es jetzt zum Glück nicht, man kann es weiterveranlagen oder sich auch dann, wenn die Voraussetzungen, wie gesagt, erfüllt sind, auch ausbezahlen lassen.
Noch ein anderes auch relevantes Thema, wahrscheinlich vor allem für Leute, die in einem Betrieb sind, wo es viele Mitarbeiterinnen gibt und wo viele auf einmal gekündigt werden, nämlich das Thema Sozialplan. Das hört man immer wieder, dass dann eben der Betriebsrat da versucht, einen Sozialplan auszuverhandeln für die Hausnummer 500 Mitarbeiter, die gekündigt werden. Was ist ein Sozialplan eigentlich und was bringt mir der? Also ein Sozialplan, vielleicht, das wird beim Betriebsrat abgeschlossen. Und was kann ein Sozialplan, aber was sind die Voraussetzungen für einen Sozialplan vielleicht als Erste? Also um dass ein Sozialplan überhaupt abgeschlossen werden kann, braucht man eine Betriebsänderung. Das steht so im Gesetz, der Betrieb muss sich ändern. Mhm. Und weil wir die Kündigungen angesprochen haben, unter Betriebsänderung versteht der Gesetzgeber jetzt das, was wir vorhin schon angesprochen haben, wie es die Leute erkennen, die Firma hat so und so viele Leute beim AMS zur Kündigung angemeldet. Mhm. Das bedeutet nichts anderes, warum macht das der Arbeitgeber, wenn eine gewisse Anzahl von Arbeitnehmern gekündigt wird, dann sieht das Arbeitsmarktförderungsgesetz in § 45a vor, dass, also in der Ziffer 1, dass wenn man zwischen 20 und 100 Mitarbeiter beschäftigt hat und mehr als 5 Personen zu kündigen gleichzeitig kündigen will, dann muss man das dem AMS melden. Das geht dann rauf, umso mehr beschäftigt, umso mehr müssen sein. Dann muss man das dem AMS melden, das ist so das sogenannte Frühwarnsystem. Wenn das der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass es eine Betriebsänderung ist. Also da hätten wir das erfüllt, weil das ist ja auch der Punkt, wo wir jetzt relativ oft drüber reden. Dann müssen die wesentlichen Interessen der einen Teil der Arbeitnehmer beeinträchtigt sein, das werden wir in diesem Bereich auch haben. Und dann kann und es müssen mehr als 20 Arbeitnehmer dort ständig beschäftigt sein. Das sind so die Voraussetzungen für einen Sozialplan. Wenn das der Fall ist, gibt es da mehrere Möglichkeiten, die sind. Also es gibt, was durchaus auch in den Medien jetzt auch oft vorgekommen ist, so eine Art Arbeitsstiftung. Man sagt, okay, es werden jetzt 100, 200 Personen gekündigt in diesem Bereich und sagt, okay, um diese Menschen am Arbeitsmarkt wieder schnell Fuß fassen zu lassen, die alle von dem Betrieb kommen, gibt es eine Arbeitsstiftung und sagt, man qualifiziert diese Menschen in dem Bereich weiter und versucht, sie einen Job zu bekommen. Das ist dann mit dem AMS zusammen, mit der Firma, teilweise auch jetzt bei Swarovski, soweit ich weiß, war das auch mit dem Land zusammen. Und der Gewerkschaft, also da wird sowas ausverhandelt. Es gibt auch so, dass man sagt, man gibt gewisse Staffelungen, dass man sagt, man kündigt jetzt 500 Menschen, aber Menschen, die kurz vor der Pension stehen, die nur ein, zwei Jahre bis zur Pension hätten, dass man sagt, okay, diese kündigt man nicht, diesen gibt man diese Zeit, das noch zu arbeiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, oder dass man sagt, okay, man staffelt die Kündigung, nicht alle auf einmal, man sagt, okay, man macht es in Staffeln und teilt es ein wenig aus und versucht hier für die Arbeitnehmer halt einen gewissen Vorteil zu erlangen oder sagt, okay, es besteht die Möglichkeit, nicht gekündigt zu werden, sondern man einigt sich auf eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses, aber dann mit einer Abschlagszahlung. Okay, wir einigen uns darauf, wir wissen, wir können das nicht mehr aufrechterhalten, wir hätten zwar Kündigungsfristen, aber wenn Sie jetzt bereit sind, jetzt einvernehmlich aufzulösen, dann kriegen Sie jetzt noch 5, 6, 10, keine Ahnung, Monatsgelder dafür. Und da gibt es Möglichkeiten, wo man dann sagt, okay, man schaut sich das an, das ist komplett individuell von dem Unternehmen abhängig. Und wie gesagt, da ist es extrem wichtig, einen Betriebsrat zu haben, der das im Auge hat, der sich darum kümmert und auch die Gewerkschaft, die dann schauen, okay, wir schauen, dass es eine Kündigung trifft, jeden immer hart, aber dass man wenigstens die gröbsten Sachen in dem Bereich noch abfedern kann. Also das ist so die Aufgabe des Sozialplans, des Betriebsrates und die ureigenste Aufgabe der Gewerkschaft. Das heißt aber, Sozialplan geht nur mit Betriebsrat? Ja, und mit 20 Arbeitnehmern gibt es gewisse Fragen. Okay. Das heißt, an dieser Stelle an alle, die zuschauen und in einem Betrieb arbeiten, wo es noch keinen Betriebsrat gibt. Es gibt immer einen Grund, einen Betriebsrat zu gründen, aber vielleicht ist jetzt auch der beste Zeitpunkt dafür, wenn man noch keinen hat. Ja, die Zeit ist eh schon ein bisschen vorangeschritten. Ich glaube, es war auch schon sehr umfangreich. Ich kenne mich auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus als vorher, was das Thema Kündigung betrifft. Abschließend vielleicht noch eine Frage zum Thema, was kann man tun, wenn man gekündigt wird, weil du verhandelst ja selber auch am Arbeits- und Sozialgericht, wo auch, glaube ich, Kündigungen angefochten werden. Also so viel vorweg schon zur nächsten Frage. Was kann man tun, wenn man glaubt, die Kündigung hat jetzt nicht gepasst oder da gibt es irgendwas und ich will dagegen vorgehen? Nur der Vollständigkeit, ich verhandle nicht vom Arbeits- und Sozialgericht. Ich bin öfters als Laienrichter anwesend und habe da ein bisschen einen Einblick, wie solche Kündigungsanfechtungen stattfinden. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben jetzt in der kurzen Zeit jetzt grob erklärt, was ist möglich, also was sind die Ansprüche bei der Kündigung. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, die Kündigung war jetzt aber nicht ganz okay, um das jetzt einmal salopp zu formulieren. Und es gibt Möglichkeiten, prinzipiell gibt es eine Kündigungsfreiheit.
in Österreich, man kann die Kündigung aussprechen, aber es gibt dann gewisse Sachen, worum es nicht geht. Da gibt es so den allgemeinen und den besonderen Kündigungsschutz. Vielleicht zwei Sätze, was meine ich damit? Allgemeiner Kündigungsschutz heißt, dass man aus gewissen verböhnten Motiven nicht gekündigt werden kann. Das bedeutet, ich werde jetzt Gewerkschaftsmitglied oder will einen Betriebsrat gründen und der Arbeitgeber bekommt das mit und will es nicht und entlässt mich deswegen. Ja, entlässt mich, Entschuldigung, jetzt verwechselt ich schon selber, kündigt mich deswegen. Dann ist das ein verböhntes Motiv, nennt sich das. Dann kann man die Kündigung anfechten. Mhm. Das ist das Gleiche, wenn ich aus diskriminierenden Gründen gekündigt werde. Zum Beispiel, weil ich eine Frau bin, weil ich ein Mann bin, aufgrund meiner ethnischen Herkunft, meiner Religion, meiner sexuellen Orientierung. Also das sind so diskriminierende Merkmale, die es gibt. Und sagt, das geht nicht. Da okay. sagt der Gesetzgeber, das wollen wir nicht. Und das Gleiche ist auch, das nennen Sie, also, wenn es jemanden besonders hart trifft, also so die Sozialwidrigkeit der Kündigung, also wenn es die Interessen des Arbeitnehmers wesentlich beeinträchtigt werden, und das ist auch die Fälle, die es oft gibt, das ist, wenn man länger 6 Monate beschäftigt ist und man dann eine längere Zeit keinen Job findet und dann auch noch hohe Gehaltseinbußen zu befürchten hat, also das wird dann meistens, das ist dann bei Gericht das Erste, was der Sachverständige feststellt und sagt, okay, das wäre sozialwidrig gewesen, und dann gibt es nur, wird der Arbeitgeber versuchen zu sagen, okay, es gibt Gründe, die in der Person gelegen sind, warum er gekündigt hat, oder im Betrieb gelegen, und da gibt es dann schon noch Möglichkeiten, aber es gibt auch Gründe, warum man halt, um es vielleicht abschließend zu sagen, wo man dagegen vorgehen kann, da gibt es oft relativ kurze Fristen, also am besten, wenn Sie sagen, okay, das war jetzt nicht ganz in Ordnung und ich glaube nicht, das war jetzt okay, warum ich gekündigt wurde, schnell nachfragen, besten bei uns, den Gewerkschaften oder der Arbeiterkammer, oder, und da gibt es, und ich will gerne mich immer ein wenig ausführen in dem Bereich, sage, wenn in einem Betrieb, wo ein Betriebsrat installiert ist oder vorhanden ist, muss der Betriebsrat von einer Kündigung eine Woche vorher informiert werden. Also der Betriebsrat muss informiert werden vom Arbeitgeber bei einer Kündigung. Da gibt es, das löst dann noch andere Sachen und andere Fristen aus und Möglichkeiten. Und daher ist es wichtig, wenn es in einem Betrieb mit Betriebsrat, wo Sie gekündigt werden, das passiert, gehen Sie zum Betriebsrat. Sie können natürlich jederzeit bei uns anrufen. Wenn Sie keinen Betriebsrat haben und Sie werden gekündigt, melden Sie sich bei uns. Ja, das war jetzt sehr umfassend. Du hast mir auch gesagt, es gibt noch ein Skript vom VEGB. Vielleicht willst du da noch darauf hinweisen. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, steht noch mehr und noch viel umfangreicher in diesem Skript von der Kollegin Susi Haslinger, die das wirklich ein tolles Skript verfasst hat. Das heißt, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ich glaube, man kann das sehen. Und ja, das ist Stand November 2019, ist noch de facto brandaktuell. Das alles, was ich gesagt habe, noch großteils ausführlicher drin beschrieben. Auch noch mehrere Tipps, auch die Unterscheidung mit den was die Arbeiter betrifft, noch ein paar Regelungen drinnen, welche Ansprüche sie noch haben. Also wie gesagt, ich kann das nur ans Herz legen, sich das durchzuschauen, wenn man noch mehr haben will. Möchte aber auch den Tipp, der auch in diesem Skript da drin steht, noch vielleicht zum Abschluss loswerden. Es ist immer schwierig, hier Beratungen zu machen und sich das anzuschauen und sich das selbst auszusuchen. Ich glaube, das Wichtigste ist das, dass man, wenn so ein Fall eintritt, man sagt, wir haben Ihnen jetzt ein bisschen die Grundregeln nahegebracht, Ihnen, dann sagt, okay, ich weiß jetzt ungefähr, das geht und das geht nicht, aber fragen Sie nach. Da passieren relativ viele Fehler, es ist auch durchaus sehr viel, es wird vieles, also viele Mythen werden kommuniziert in den Medien oder der Arbeitgeber sagt, es ist einfach so, was oft nicht der Fall ist. Melden Sie sich bei uns, schauen Sie das an, weil das ist wirklich eine heikle Geschichte, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, und da geht es um Ihr Geld. Gut, das war schon ein schöner Schlusswort. Damit komme ich jetzt auch zum Schluss. Also wie gesagt, wer sich selbstständig noch weiter vertiefen will beim Thema Kündigung, kann das mit unter anderem dieser Broschüre machen. Die findet ihr auf www.oegb.at, auch auf unserer Website. Da kann man sich auch downloaden, ausdrucken oder online ansehen, je nachdem, wie man möchte. Ja, zum Abschluss bleibt mir nur mal zu sagen, ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ich hoffe aber auch, ihr braucht diese Tipps nicht allzu sehr oder nicht allzu oft und seid nicht selber von der Kündigung betroffen. Wenn doch, ist die Gewerkschaft und der ÖGB immer für euch da. Bis zum nächsten Mal.